Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte, ich filme mal wieder ein Food Diary, aber es ist ein bisschen schwierig, muss ich euch gleich ehrlich sagen. Ich habe sonst ganz normale Food Diaries gedreht, aber seitdem ich wieder arbeite, wird das schlecht möglich sein, weil das Problem ist, ich fange um 5:30 morgens an und arbeite bis 12:30. Um 1 bin ich circa zu Hause und dann hat sich das mit dem Frühstück eigentlich schon erledigt und auf Arbeit selbst habe ich keine Pause. Ich trinke zwischendurch mal schnell einen Kaffee, aber das war's dann eigentlich auch. Also fällt das Frühstück soweit schon mal weg. Und eben, wie gesagt, dann gibt es noch Mittagessen, Zwischenmahlzeit, Abendbrot, je nachdem wie es passt, Low Carb. Und ja, es ist ein bisschen schwierig. Heute ist Dienstag, ich habe frei zum Glück. Das heißt, ich kann euch heute wieder ein bisschen mehr zeigen. Auf jeden Fall wäre ich über euer Feedback sehr, sehr dankbar. Hier hinten seht ihr schon, ich trinke jetzt meinen ersten Kaffee. Und ja, dann mache ich später Frühstück und nehme euch natürlich mit und zeige euch auch, was ich dann esse. Ich bin jetzt dabei, mein Frühstück zu machen. Es wird nichts so mega Spektakuläres geben, weil ich muss noch ein bisschen putzen und sowas. Und ja, deswegen mache ich jetzt nichts so Aufwendiges. Ich habe hier einmal Haferflocken, wie immer. Die gebe ich mir jetzt in mein Schüsselchen rein. Dazu mache ich noch ein bisschen Milch und mache das dann in die Mikrowelle. Also die Mikrowelle läuft jetzt so etwa 1 bis 2 Minuten, je nachdem, so dass die Haferflocken richtig schön weich und schleimig werden. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also richtig so Porridge-breiig mäßig. Und dann habe ich, wie immer von der Livia, weil Livia mag die nicht essen. Ich finde die richtig gut und habe sie auch extra für sie gekauft. Aber da sie selber das nicht isst, werde ich das einfach essen und in meinen Porridge halt mit reinmachen oder sonst wo in meinen Quark. Das ist einmal dieses Benjamin-Blümchen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Das ist von Alete auf jeden Fall. Und ja, ist halt ein ganz normaler Fruchtquetschi. Den werde ich mit dazu nehmen, weil es einfach so ein bisschen Süße mit reinbringt. Und dann werde ich aber auch noch ein bisschen Zimt mit reinmachen. Wer will, kann auch noch Vanille oder sowas mit reinmachen. Entweder gemahlene Vanille oder Extrakt oder wie auch immer, wie ihr das gern mögt. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich habe da noch hier im Schrank, Moment, so Nussvariation Pharma. Ich glaube, das ist von Lidl. Ich bin mir aber gar nicht so richtig sicher. Und ja, dann gebe ich mir einfach noch so ein bisschen so Nussmix mit oben drüber. Ich mag ja Nüsse und wenn es so warm ist, dann schmeckt es eh voll geil, wenn da noch so ein paar gehackte Nüsse oder so drauf sind. Ja, und ich zeige euch jetzt gleich noch mein Frühstück, wenn es denn dann fertig gerichtet ist. Wie esst ihr denn euer Frühstück? Esst ihr eher so salziges Frühstück oder mögt ihr es auch gern süß am Morgen? Mein Freund isst zum Beispiel auch gern mal so Toast oder so. Und die Livia, die liebt ihr Leberwurstbrot, also ohne Leberwurstbrot am Morgen oder Salamibrot am Morgen geht gar nichts. Also die ist auch gar nicht so der Porridge-Fan. Die mag auch überhaupt nicht süßes Frühstück. Das sieht jetzt so aus. Also es ist noch nicht ganz so breiig. Das muss man so ein paar Minuten noch stehen lassen. Und dann weiche ich das noch mal ein bisschen besser auf. Jetzt mache ich den kompletten Quetschli mit rein. Ja, also schmeckt auf jeden Fall nach Apfel ist irgendwie drin. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, welche Sorte das ist, aber es ist ja meistens total gemixt. Aber Apfel ist auf jeden Fall mit drin. Und es schmeckt voll lecker, finde ich. Naja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und das mixe ich jetzt einfach zusammen. Und lasse es dann auch noch so ein bisschen stehen. Und dann nehme ich mir so ein paar Nüsse und hack die einfach klein und gebe die am Schluss drüber. Und das war es auch schon. Und wie lange ging das jetzt? Vielleicht mit Warten auf die Mikrowelle 5 Minuten. Also geht super schnell, gerade wenn man keine Zeit hat und noch viel zu tun hat. Ja, einfach total easy. Also ich habe so gedacht, ich nehme euch immer so mit und quatsch euch ein bisschen voll, dass dieses Food Diary nicht so kurz wird, weil eben wie gesagt, ich arbeite ja bis
um 1, bis ich dann zu Hause bin. Und dann habt ihr halt nicht so viel zu sehen und so kurzes Video hochzuladen, habe ich irgendwie gar keinen Bock zu. Man muss ja schon irgendwas zum Anschauen haben. Und deswegen habe ich gedacht, quatscht ihr euch einfach voll. Wie gesagt, wenn euch das nervt oder stört oder so, schreibt es mir in die Kommentare über Feedback. Bin ich immer sehr dankbar. Von dem her, ja, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Und jetzt nehme ich einfach noch den Zimt, wenn ich ihn denn so schnell finde. Weil mein Gewürzregal ist mega voll. Ich liebe Gewürze. Ja, ich nehme Zimt, streue das noch so ein bisschen drüber. Ich finde, das gibt auch noch mal so eine bessere Note, gerade wenn man ohne Zucker und ohne Süßstoff und so isst, bringt irgendwie gerade Gewürze auch überhaupt allgemein in so einer Diät. Gewürze sind für mich das A und O. Das bringt einfach richtig, ja, keine Ahnung, so richtig den Geschmack mit rein. Und es schmeckt halt einfach viel, viel besser, wenn man viele verschiedene Gewürze benutzt und mehr Gewürze einsetzt und auch frische Kräuter und sowas. Und schmeckt einfach besser. Jetzt habe ich mir hier noch so ein paar Nüsse. Ihr seht, nicht so viel. Was ist, wird das sein? Eine Handvoll. Eine gute Handvoll Nüsse. Und die hacke ich jetzt, wie gesagt, so ein bisschen klein. Ihr könnt die natürlich auch ganz drauf geben, wie es euch am besten schmeckt. Ich mag das auch gern mal, wenn die ganz sind. Dann hat man so ein bisschen was zum Kauen. In der Zeit kann nämlich dann auch das Porridge richtig gut aufweichen. Und ich finde das einfach praktisch. Ich finde, das schmeckt genauso gut, wie wenn man das jetzt in den Topf macht, wenn man das in die Mikrowelle macht. Wenn man halt die Möglichkeit hat und eine Mikrowelle auch zu Hause hat, dann finde ich so tausendmal praktischer, als jetzt extra noch den Topf schmutzig zu machen, den Herd anzumachen. Ja, und dann muss man ja auch wieder warten, bis die Milch kocht und sowas. Also von dem her finde ich das super praktisch und mache ich eigentlich immer so. Oder meistens. So, dann gebe ich das Ganze einfach nur noch so ein bisschen drüber. Sieht jetzt natürlich nicht spektakulär aus, ne? Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit für Instagram und so spektakuläre Food-Fotos zu machen oder Food-Pics. Das ist mir einfach jetzt zu aufwendig. Die Zeit habe ich jetzt momentan leider nicht. Vielleicht, wenn ich dann Urlaub habe, dann mache ich das wieder eher. So, dann können wir die Nüsse auch wieder wegräumen. Dann drehe ich euch mal um und zeige euch, wie das Endergebnis aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus. Also total unspektakulär, aber wirklich lecker. Das ist halt so ein bisschen pumpig. Ihr seht das schon, so ein bisschen breiig. Ich stehe ja da voll drauf. Andere mögen das ja überhaupt nicht, aber es ist wirklich lecker. Und ja, das wird mein Frühstück. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zur nächsten Mahlzeit. Ich werde jetzt schon mal anfangen, das Mittagessen vorzubereiten. Und dafür koche ich Äppli. Der ist so in Kochbeuteln drin. Ich packe das gleich mal aus und zeige euch das noch ganz genau. Und es geht eigentlich ganz easy. Also ihr kocht einfach einen großen Topf Wasser und dann macht ihr die Beute 10 Minuten rein. Eigentlich genauso wie beim Reis. Und dann ist der Äppli eigentlich schon fertig. Und das möchte ich jetzt kurz vorbereiten. Und ich mache das jetzt gerade mal auf, dann kann ich euch mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Weil ich glaube, letztes Mal, wo ich euch das mal in einem Food Haul gezeigt habe, hat das viele ganz arg interessiert, weil die das so nicht kennen. Also das ist Sonnenkorn, also es ist ein Weizenkorn. So sieht das Ganze aus. Ist eben, wie gesagt, in so einem Beutel drin. Und es sind diese Weizenkörnchen und die werden dann ganz weich. Und ich habe vor, so eine Gemüsepfanne damit zu machen und werde für mich auch noch Tofu mit anbraten und mit reinmachen. Aber eben, wie gesagt, nur für mich wegen Soja und sowas, das will ich Livia nicht geben. Ja, aber ich nehme euch, wie gesagt, die ganze Zeit dann mit. Ich habe jetzt hier den Topf mit Wasser aufgesetzt und dann habe ich hier noch so ein paar Sachen rumliegen. Ich habe ja nun schon lange kein Food Diary mehr gemacht und bei mir haben sich so ein paar Sachen geändert. Also ich esse überhaupt keine Wurst und kein Fleisch mehr. Ich war ja schon mal eine Zeit lang Vegetarier und dann auch Veganer. Dann habe ich wieder angefangen mit Fleisch essen und jetzt bin ich wieder umgestiegen, weil ich einfach gemerkt habe, ja, eigentlich esse ich so gut wie kaum Fleisch und dann kann ich auch direkt darauf verzichten. Dann habe ich jetzt doch noch mal ein paar Sachen dazu gestellt, weil ich gesehen habe, da fehlt noch was.
Auf jeden Fall werde ich den Äppli jetzt erstmal kochen, ganz normal. Dann habe ich hier diesen Tofu, den habe ich jetzt echt schon vor lange. Ich musste sogar noch gucken, ob der überhaupt noch haltbar ist. Aber okay, der ist aus dem Rossmann, wie man unschwer hier unten erkennen kann. Das geräucherte Tofu, ich mag den ein bisschen mehr als diesen ganz normalen. Ich bin eigentlich ehrlich gesagt gar kein Tofu-Fan. Ich mag lieber dieses Zeug, was auf Weizenprotein hergestellt wird, weil mir der Geschmack, also ich finde es einfach viel besser. Naja, auf jeden Fall muss ich den jetzt mal aufbrauchen und ich will den nicht wegschweißen. Und deswegen werde ich den mir klein würfeln. Der sieht so aus, kann ich euch auch mal zeigen. Für die Leute, die es nicht kennen, sieht halt irgendwie nicht so ganz so appetitlich aus, aber okay. Ich habe ihn noch nie probiert von Rossmann, vielleicht ist er aber ja gut, man weiß es ja nicht. Dann habe ich hier noch Kartoffeln, eine Zucchini, dann habe ich noch einen Kohlrabi übrig. Wir müssen heute auch wieder einkaufen gehen und dann war es das mit Gemüse bei uns im Kühlschrank. Das werde ich alles klein schnippeln, anbraten, ja so ein bisschen karamellisieren. Dann habe ich hier noch Tomatenmark, das werde ich mit dazugeben, natürlich würzen und alles. Und Milch dazu, dass wir wie so eine Gemüse-Tomatensoße haben. Und es wird dann eben zu diesen Äppli dazu gegessen und schmeckt echt super mega lecker. Und wie gesagt, ich nehme euch entweder jetzt Schritt für Schritt mit oder zeige euch dann einfach das Endergebnis. Ihr habt ja jetzt gesehen, was ich benutze und wie ich das mache. Der Äppli ist gekocht und tropft ab. Jetzt habe ich einfach ein bisschen Öl in die Pfanne gegeben, eine Schalotte gewürfelt und angebraten. Jetzt hier Karotte und Kohlrabi dazugegeben. Das werde ich als erstes so ein bisschen anbraten. Dann habe ich hier noch die Zucchini. Die braucht nicht ganz so lange. Die werde ich dann erst später dazugeben. Und hier schneide ich jetzt noch mein Tofu. Riecht im Übrigen sehr gut. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Und zu dem Ganzen gebe ich halt dann auch, wenn es richtig heiß ist, noch Gemüsebrühe zum Anfang, Tomatenmark und so. Und dann schütte ich das alles auf mit Wasser bzw. Milch. Und dann kommen natürlich noch diverse Kräuter rein. Ich habe jetzt auch wieder diese Salatkräuter, die ich immer benutze vom Aldi. Die kennt ihr ja auch mittlerweile schon. Ja, und dann ganz, ganz am Schluss kommt der Äppli dazu. So sieht das Ganze jetzt quasi fertig aus mit Tomatenmark und Soße. Also es ist nicht so viel Soße. Man kann natürlich auch noch mehr machen, wenn man will. Aber ich will jetzt nicht, dass es in der Soße praktisch schwimmt. Und jetzt gebe ich einfach noch den Äppli dazu und lasse es noch kurz köcheln. Und dann war es das schon. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Wenn man mag, kann man natürlich noch so Kräuterquark mit dazu machen. Wir mögen das ganz gerne auf so Pfannen oben mit drauf oder Eintöpfe oder sowas oder so Sauerrahm, passt auch sehr gut. Schmeckt auf jeden Fall mega lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich finde es eigentlich noch besser als Nudeln und Reis. Also eine Riesenempfehlung von mir für euch, probiert es unbedingt mal aus. Ich war jetzt mal ganz kurz duschen und habe mich soweit fertig gemacht und umgezogen. Livia hat Mittagsschlaf gemacht. Und derweil habe ich jetzt einfach Milchreis gekocht. Ich benutze da immer den getrockneten, ganz normalen Milchreis. Einfach Milch aufkochen und den quellen lassen, eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Und dann ist er eigentlich auch schon fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ganz normaler Milchreis, ohne viel Schnickschnack. Und das essen wir jetzt noch. Livia darf noch ein bisschen Paw Patrol gucken. Zurzeit ihre absolute Lieblingsserie. Und dann gehen wir nochmal los zum Einkaufen und mal gucken, wie viel ich einkaufe. Eventuell zeige ich euch das in diesem Food Diary, dann wird es mal so ein bisschen was Besonderes. Oder ich mache ein extra Video. Also ihr werdet es ja dann sehen und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Mahlzeit, wenn denn noch eine heute kommt. Ansonsten melde ich mich natürlich morgen bei euch wieder. So, ihr Lieben, es ist der nächste Tag und ich bin gerade auf den Heimweg. Ich bin im Übrigen mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin bei Arbeit raus und habe schon mal eine Butterbrezel gegessen, weil ich hatte so mega Hunger und eine kleine Stärkung für den Weg. Und jetzt habe ich noch eine Butterbrezel mitgenommen und noch Brötchen. Und wenn ich dann endlich zu Hause bin, dann zeige ich euch, was es zum Mittag gibt. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und habe gedacht, ich mache mir einen Chicorée-Salat. Und zwar benutze ich
dann einen Apfel und natürlich Chicorée-Salat, Essigöl, Pfeffer, Salz und gibt noch einen Spritzer Zitronensaft mit dazu. Und dann melde ich mich wieder, wenn das vorbereitet ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier ist noch meine Butterbreze. Dann habe ich hier ein Brötchen mit Käse und meinen Chicorée-Salat. Und das werde ich jetzt zum Mittag essen. Es ist jetzt schon etwas später. Livia liegt jetzt schon im Bett. Und ich mache mir jetzt noch so ein kleines Abendbrot, weil ich habe irgendwie voll Hunger. Zum Abendessen gibt es jetzt bei mir 2 Scheiben Vollkornbrot. Die habe ich mir getoastet. Die sind so leicht ein bisschen dunkel geworden. Okay, nicht so schlimm. Und da esse ich drauf eine Scheibe Gouda. Und dann noch so vegetarischen Aufschnitt, den wollte ich euch mal unbedingt zeigen, weil der schmeckt mega, mega gut. Den habe ich jetzt beim Aldi gekauft. Das ist der mit Chili. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Sorten. Es gab leider nur noch dieses Paket. Und ich habe gedacht, ich teste das mal aus, weil ich nehme sonst immer von der Rügenwalder Mühle das Aufschnittzeug. Die haben ja auch Salami und Ione und all so ein Zeug. Und es schmeckt mega gut. Und das schmeckt auch mega, mega gut. Das ist jetzt auch ohne Soja, also mit Milch und Pflanzeneiweiß nur. Und mir persönlich schmeckt das einfach besser, wenn das nicht komplett aus Soja ist. Weil irgendwie dieser Sojageschmack finde ich nicht ganz so toll. Und ja, genau, da werde ich eine Scheibe damit belegen. Und eine Scheibe ganz normal mit Gouda. Und dann habe ich mir hier noch solche Brie-Spitzen jetzt im Backofen gemacht. Ich glaube, das sind 8 Stück oder so. Das sind jetzt nicht ganz so viele. Da ist dann auch noch ein Preiselbeer-Dip mit dabei und ich liebe das zwischendurch total, solche Brie-Spitzen. Oder es gibt ja auch diese großen, runden, panierten Camembert-Brie, weiß ich. Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, das schmeckt total lecker und das esse ich wirklich mega, mega gern. Und ja, ist jetzt nicht gerade so diätbewusst oder so kalorienbewusst. Aber ich hatte jetzt einfach Lust zu und ich habe jetzt auch gar keine Lust mehr, noch groß irgendwas zu machen. Ich bin einfach nur kaputt und will essen und mich fertig machen und dann einfach nur schlafen gehen, weil morgen muss ich noch früher aufstehen. Ich glaube so, ich weiß gar nicht, wann ich mir den Wecker stelle, aber ich schätze, ich werde so 3.30 Uhr aufstehen und ja, mir graut schon davor. Das ist immer der schlimmste Tag in der Woche und ja, aber nicht schlimm, kriegen wir auch rum. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch mein Essen, wenn es dann fertig gerichtet ist. So sieht das Ganze jetzt aus. Das Brot habe ich jetzt schon gegessen, weil ich so mega Hunger hatte. Sorry dafür. Aber das sind die Brie-Spitzen. Ist leider so ein bisschen der Käse rausgelaufen. Aber ja, ist nicht so schlimm. Man isst es ja so oder so. Ist jetzt nicht gerade das appetitlich aussehendste Abendessen, was ich bisher hatte. Aber Hauptsache es schmeckt, oder? Würde ich sagen. Und ja, damit ist der Tag eigentlich auch schon beendet. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen zusammen. Es ist der nächste Tag. Und ja, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich mache mir jetzt gerade hier hinten einen Kaffee. Nein, beziehungsweise ich habe gerade erst meine Kaffeemaschine angemacht. Und werde mir jetzt einen Kaffee rauslassen. Beziehungsweise es ist nicht der nächste Tag. Ich habe jetzt 2 Tage nicht gefilmt oder 3. Oh je, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil ich so viel Stress hatte und so viel anlag, dass ich einfach nur schnell was essen musste und überhaupt gar keine Zeit hatte. Und heute habe ich frei. Und ja, deswegen kann ich euch heute schon wieder ein bisschen mehr zeigen. Auf jeden Fall schlafen alle noch und ich bin dank dem, dass ich eh die ganze Woche immer früh aufstehen muss, leider Gottes jetzt schon wach, obwohl ich gestern Abend noch dachte, oh geil, heute kannst du ausschlafen. Ja, und dann war ich schon um 5 wach. Das ist natürlich voll geil. Ja, auf jeden Fall melde ich mich später dann wieder bei euch. Und was mich auch noch mega interessieren würde, ich kaufe doch eigentlich immer die günstigste Milch, also die Jahrmilch oder weiß was ich, vom Discounter halt die
günstigste Milch. Und gestern waren wir im Rewe-Einkauf und da habe ich von Weinstefan die Milch mitgenommen. Und könnt ihr mir mal sagen, ob ihr da einen Unterschied merkt zwischen der ganz günstigen Milch und dieser, ja, wie soll ich sagen, Markenmilch oder teureren Milch? Ich weiß nicht, ob man da mehr für den Namen bezahlt als für das Produkt selber. Oder wie sind allgemein eure Erfahrungen zu dem? Ich finde zum Beispiel, dass die günstigen Nudeln beim Discounter, also die ganz, ganz, ganz günstigen, die kennen wir ja alle von, ich weiß nicht, wie viel die kosten, 60 Cent oder sowas, schmecken auf jeden Fall nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Barilla-Nudeln, finde ich zumindest. Aber es würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr es schon Erfahrungen damit gemacht habt. Schreibt es ja unbedingt in die Kommentare. Ich finde es immer ganz spannend zu erfahren, ob man da wirklich irgendwie Unterschiede schmeckt. Jetzt sind dann doch endlich alle wach. Ich habe mich noch ein bisschen gerichtet, weil ich bin ja schon ewig wach. Also es ist furchtbar, wenn du da nichts zu tun hast. Und du wartest nur darauf, dass endlich alle wach werden. Jetzt habe ich ein neues Make-up heute Morgen ausprobiert, mich ein bisschen geschminkt für eigentlich nichts, weil ich wahrscheinlich heute eh nur zu Hause sein werde. Vielleicht werde ich noch in DM fahren, das weiß ich aber noch nicht genau. Und ja, das Wetter draußen ist matschig, regnerisch, ja, eklig kalt. Und ich hatte jetzt so Bock auf ein süßes Frühstück, aber ich habe vergessen, die Marmelade zu kaufen. Es darf echt nicht wahr sein. Schon die ganze Zeit habe ich Bock auf so ein Marmeladenbrötchen am Morgen. Okay, aber dafür habe ich mir gestern Dampfnudeln gekauft. Und ich liebe ja Dampfnudeln. Ist ja nicht für jeden sowas, aber ich liebe das Zeug. Ich suchte das zum Teil total. Jetzt habe ich mir eine Dampfnudel gemacht mit Vanillesoße. Und ich zeige euch jetzt mal die Soße, die ich immer benutze. Ich liebe diese Soße. Genauso wie die Dampfnudeln von Milram. Diese Dessertsoße steht bei uns ja, in dem haltbaren Regal. Also es ist nicht gekühlt. Und die ist auch so ein bisschen dickerer als diese Vanillesoße aus dem Kühlregal. Und diese Vanillesoße zum Anrühren, die mag ich überhaupt nicht. Und ja, die kaufe ich super, super gern. Das sind jetzt 500 Milliliter. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht gerade die gesündeste und beste. Und ich meine, gut, Vanillesoße, wir reden hier über Dampfnudeln und Vanillesoße, ist alles nicht gerade kalorienbewusst, aber es schmeckt richtig lecker und ich hatte einfach Bock drauf. Und ja, das wird jetzt mein abgewandeltes Frühstück, ja, statt mein Marmeladenbrötchen. Nicht schlimm, schmeckt auf jeden Fall sehr lecker und ich freue mich jetzt total auf diese Dampfnudeln. Ihr könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch gern so Dampfnudeln oder so Hefegebäck esst. Ist es Hefegebäck? Kann man das so nennen? Ich glaube, es ist Hefegebäck. Ja, und dann sehen wir uns einfach später. Zum Mittagessen gibt es jetzt gefüllte Tortillas. Ich zeige euch mal, was ich benutzt habe. Und zwar habe ich dieses vegetarische Hackfleisch genommen. Das ist jetzt von Born, heißt die Marke, glaube ich. Die finde ich richtig, richtig gut. Da gibt es auch noch so Fajita-Streifen und so wie Schnitzel und sowas. Ist eben vegetarisch oder sogar vegan. Ich weiß es gar nicht. Nee, vegetarisch, also nur vegetarisch. Und ich finde, die Sachen schmecken richtig geil von dieser Marke. Und dann habe ich mir natürlich so Tortilla-Wraps geholt. Hier so ein gemischter Salat. Dann habe ich auch noch so Sprossen mitgenommen. Und die werde ich auch noch in den Tortilla mit reingeben. Das Hackfleisch habe ich, das vegetarische Hackfleisch habe ich im Übrigen angebraten. Dann habe ich so ein bisschen Schmand und Milch dazu gegeben, Pfeffer, Salz, Gemüsebrühe, Kräuter. Und ja, eben wie gesagt, den Tortilla und der Salat kommt rein, das Hackfleisch kommt mit dazu. Und dann benutze ich noch eine Knoblauch-Salatsoße, die hole ich auch immer bei Rewe, weil die schmeckt mega lecker. Da gibt es auch verschiedene Sorten und da gibt es auch ein Light-Dressing. Eignet sich auch gut, gerade in der Diät oder sowas, und schmeckt auch sehr lecker. Ich habe diesmal Knoblauch genommen, weil ich einfach Bock auf Knoblauch habe. Ja, und das ist jetzt schon alles hier angebraten und ich werde jetzt meine Wraps füllen oder Tortillas füllen. Ich weiß nicht, ich zeige euch mal, wie das fertig aussieht, aber ihr werdet nicht so viel sehen, weil das ja eingerollt ist. Ja, aber das wird jetzt mein Mittag.
So sieht das Ganze jetzt aus. Eben wie gesagt Salat, Hackfleisch, dann Zwiebeln, Sprossen und so. So sieht das Hackfleisch im Übrigen in der Pfanne aus. Nicht ganz so lecker, aber schmeckt wirklich mega gut. Und dann gebe ich jetzt einfach nur noch diese Knoblauchsoße hier drüber und wickel den zusammen und das war es eigentlich auch schon. Also geht super schnell, ist super vielfältig, ihr könnt ja alles Mögliche da benutzen und so füllen, wie es euch am besten schmeckt. Ich habe es auch schon mit Feta und Käse und sowas gemacht und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Mahlzeit. Guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt 4.15 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden zur Frühschicht. Ich muss ein bisschen leiser sein, weil alle anderen schlafen. Ich habe mir jetzt schon mal einen Kaffee gemacht und bin dabei, mich gerade zu richten, mich zu schminken und fertig zu machen und dann mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und ich wollte euch eben nur ganz schnell guten Morgen sagen und ich melde mich dann später bei euch. Ich bin jetzt gerade von Arbeit heimgekommen und habe jetzt schon mal das Mittagessen vorbereitet. Das zeige ich euch auch direkt. Ich zeige es euch jetzt, bevor es in den Backofen kommt. Und dann natürlich danach, obwohl danach wird es wahrscheinlich nicht ganz spektakulär sein, weil wir werden aus der großen Auflaufform essen. Ja, ich zeige es euch jetzt auf jeden Fall einfach mal. Ich habe in dieser Auflaufform jetzt 3 Stücke Schafskäse, und zwar Salakis. Der war gerade im Rewe im Angebot und den mag ich echt super gerne. Da habe ich ganz normal Gewürze dran gegeben, kein Salz, weil der ist ja meistens schon von sich aus relativ salzig. Und dann habe ich Zwiebeln, Kräuter, dann Paprika und kleine Cocktailtomaten, die ebenfalls beim Rewe gerade im Angebot waren, reingeschnippelt. Jetzt kommt da noch ein Schuss Olivenöl drüber. Knoblauchzehen kann man auch dazu machen. Hatte ich jetzt keine mehr, habe ich einfach, wie kann man dazu sagen, so gefriergetrockneten Knoblauch dazu gemacht. Und ja, eben wie gesagt noch das Öl drüber und dann mache ich das so eine halbe Stunde im Backofen und dann ist das Ganze fertig. Und dazu essen wir ganz einfaches Baguette vom Bäcker. Und ich finde, es schmeckt mega, mega lecker. Also wir lieben das. So, ihr Lieben, wir haben jetzt mittlerweile 18 Uhr, sitzen hier zusammen ein bisschen auf der Couch und gucken ein bisschen Fernsehen. Ich habe jetzt so eine Schale, so eine gemischte Schale gemacht. Und zwar haben wir schon gegessen davon. Es ist nicht mehr so viel übrig. Da waren jetzt Trauben dabei, hier Radieschen. Dann hatte ich Himbeeren, Erdbeeren, Gurken. Ja, und das werden wir jetzt noch fertig essen und das war eigentlich auch schon das Abendbrot. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so großen Hunger. Ich denke nicht, dass ich dann noch was essen werde. Das war also die letzte Mahlzeit für heute. Und natürlich wollte ich mich noch von euch verabschieden. Ich hoffe, das Food Diary in dieser Form hat euch gefallen und ihr wollt mehr davon sehen. Dann mache ich nochmal sowas oder macht das jetzt regelmäßig so, wenn euch das gefällt. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!